Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. So ist es richtig. Im Saisonauftakt konnten wir uns in Doha einen Doppelsieg sichern. Souverän. Also die Saison ist hoffentlich unsere Saison. Weil von der alleinigen Stärke waren wir gut. Also wir sind auf der Pole-Position gestartet und Platz 3. Ja, aber wenn man bedenkt, dass Parkas auf Platz 13 gestartet ist und Dritter geworden ist, mit nicht so viel Rückstand, dann ist das schon auch beängstigend. Aber ja. Wir haben noch mehr ausgebrannte Leute. Wir haben 4 Stück direkt. Und du hast keine Ausdauer. Der hat eine Ausdauer, wir können zumindest mal einen austauschen. Das ist schon mal ein Punkt. Immerhin einen. Einen von 4 können wir austauschen. Die anderen waren nicht so gut, ne? Nee. Ja, es sind momentan sehr, sehr wenige, die Dings haben. Eine Ausdauer. Sonst haben wir hier einen 40-Jährigen, 30-Jährigen. Da bringt sich viel, die Leute zu scouten. Einen haben wir ja noch. So. Channel 6. Hatte Frage. Teamkollege wurde natürlich gleich hinten dran, auf dem zweiten Platz. Wer ist ich habe meine heute besser gefahren. Beide sind gut gefahren. Ganz einfach. Das stimmt ja auch so. Ich sag die Wahrheit. So. Wir haben einen Sponsor. Ja. Naja, sonderlich gut sind alle nicht. Aber wir nehmen den hier. Weil er nach 4 Rennen wieder Ende ist. Und wir kriegen halt unter 800.000. Hier kriegen wir mehr, aber halt 9 Rennen. Ist ein bisschen sehr, sehr viel. Wir müssen auch wieso gucken, dass wir jetzt den besten Sponsor hin uns holen. Ne, weil wenn man sieht, wo wir jetzt rumfahren, dann ist es möglich, überall halt jetzt das Beste rauszuholen. Aber gleichzeitig ist es auch so eine Gefahr, wenn man es halt nicht wird. So, 7 Tage vorher haben wir die Bremse auf voller Leistung. Packe ich dich auch noch dazu, dann sind wir bei auch noch 7 Tagen. Ja, stimmt, die kann ja nur 11% hochgehen. Den Heckflügel können wir aber auch schon hochpacken auf 100%. Ja, könnten wir auch. Würde sogar noch gehen. Aber wir kriegen einen Tag später jetzt auch unseren Motor. Können wir irgendwas upgraden? Nein, deswegen direkt nächster Motor. 5 Tage bedeutet auch plus 40. Nicht lange warten. Hier wird direkt auf den Putz gehauen, was das angeht. Was die Leistung angeht. So, ich nehme wieder raus. Dafür packen wir den da rein. Er ist schon mal deutlich stärker. Wir packen da. Dich holen wir raus. 1 Tag. 4 Tage. Machen wir 1 Tag. So, 14 Tage, dann kriegen wir die Leistung immer sehr, sehr gut wieder nach vorn gebracht. Finanzmanagement. Ich mache mir Sorgen um die Finanzen. Ja, beruhig dich. Alles gut. So, wir haben noch einen Fahrer und es ist kein Paydriver. Schade. Vielleicht nächste Saison. Das heißt, eigentlich können wir den Vertrag von allen 3 wieder verlängern. Ich würde auch mal so sagen, wir machen das ungefähr bei Madden-Rennen. Madden-Rennen werden allgemein die Verträge verlängert. Die Mitarbeiter haben ja noch. Ja, guck mal, mittlerweile sind sie auch nicht am Motzen, ne? Der hat sich richtig gut entwickelt hier. Aber wenn er hier nicht so viel Bonus hat. Aber er macht halt gute Arbeit, weil er halt die Punkte immer auf die neuen Sachen draufrechnet. Nun ist ja schon. Der hat bei uns die Karriere angefangen. Vor 1, 2, 3, 4. Ja, eigentlich hat er hier angefangen. 1, 2, 3, 4, 5. Er ist jetzt in der 6. Saison. Bei uns schon. Das ist doch. Und der hat eigentlich auch. Der ist von Anfang an schon bei uns. 13 Jahre, der war 27, als er angefangen hat. Und sie war auch nicht gerade viel jünger, ne? Sie macht auch die ganze Zeit schon bei uns. Und hat den Aufstieg von Eifel Motorsport miterlebt. Hat erst Anthony Kolanic, wie auch immer, ich glaube, das war so ein Pay-Driver, kann das sein? Also so ein Dingsfahrer, als wir Anthony ausgegeben haben. Dann Pires, dann hat er Stock sehr, sehr lang gehabt.
dann halt Fahrrad für 0 Wochen. Und dann haben wir Kuji bekommen. Oh, komm, mit Stock hat sie komischerweise nur eins freigeschaltet. Mit Stock hat mit Kuji 2 sogar. Okay, Sylt hat extrem wenig mit Fahrrad zu tun gehabt. Gomez, ich glaube, 2 Saisons, glaube ich, waren das dann. Nee, eine Saison. Dann halt mit Ki und bis Stock dann halt zu ihm gewechselt ist. Da sieht man genau, dass ich halt Stock und Kuji dann direkt umgeändert habe. Aber ja, gut. Wir machen hier weiter. Motormäßig sind wir auf Platz 9. Ist die Frage, bleiben wir da noch oder gibt es direkt den Sprung nach oben? So, wir haben jetzt sagenhafte 85%. Das ist genügend, um das zu machen. Heißt auch, wir bauen den neuen Motor ein. Und der springt uns direkt auf Platz 1. Hey, bremsen sind wir nicht mehr Erster. Frechheit, Rosini. Aber trotzdem ist es komisch, dass Rosini und Steinmann immer noch die stärkeren Teams sind. Krüger auf Platz 4. Hui. Okay, die haben einen sehr, sehr starken Motor. Und diesmal muss man auch sagen, wir haben auch den Steinmann-Motor. Das wäre schon komisch, wenn wir mit dem Steinmann-Motor direkt Meister werden würden. So, wir versuchen auf Platz 2 zu kommen. Damit würden wir halt unsere Ausgaben sehr minimieren. Und das hoffen wir mal, dass es so sein soll. Sein wird. Ganz komisch. Also manchmal bin ich echt nicht in der Lage zu reden. Das ist leider wirklich so. Aber es ist halt Peking. Und Peking ist keine Strecke, die ich uns mag. Ich mag da die Strecke auch nicht so sehr. Vielleicht, wenn man sie selber fahren würde. Vielleicht schon. Es gibt ja so ein gewisses Spiel, da kann man eine Strecke nachbauen. Aber es ist mir momentan noch ein Stückchen zu teuer. Für das, was das Spiel wirklich kann. Es könnte eine interessante Rennstrecke werden, wenn man die wirklich selber fahren würde. Auch wenn sie eigentlich für eine Rennstrecke, also zumindest für die Formelstrecke, zu viele Hahnalkurve hat. Also eine Hahnalkurve hier, wenn Doppelrechtskurve, hier ist wieder eine Hahnalkurve, da ist eine Hahnalkurve, da ist wieder eine enge Kurve. Sind eigentlich für so eine Rennserie zu viele. GT-Sport, da passt die Strecke, aber nicht für einen Formelsport, wenn die Autos so schnell sind. Oder wie heißt das? Monocoque-Sport? Ich kann das Wort nicht aussprechen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das nächste Update, was dann kommen soll, ist halt die Frage, wie ist die Zeit? Ne, können wir halt noch einen Motor, noch was anderes zwischendurch kurz bauen? Oder müssen wir da eher drauf achten, was wir dann oder ob wir direkt noch einen nächsten Motor machen, ist halt, boah, man muss schauen. Aber Ausschluss von Peking kommt ja Gott sei Dank nach dem Peking-Rennen. Da kann man immer noch entscheiden, ob man, wenn ich das dann gewinnen soll, enthalte ich mich. Wenn ich nicht gewinnen sollte, bin ich dagegen. Also bin ich dafür, dass die Strecke wegfällt. Weil es ist halt wirklich eine Strecke, die uns nicht liegt. Da kann man für 1 Million sagen, komm, wir packen da wieder andere Rennstrecke rein. Da frage ich mich so, kann ich den Rennkalender auf 17 Rennen hochpacken? Oder bleibt das automatisch, oder ist es eine Maximumzeit, die man hat? Oh komm, man merkt direkt, dass wir den stärksten Motor haben. Wir fahren auf Renntrim mit Mediums ganz vorne weg. Ich bin wieder zu langsam. Ich habe nicht drauf geachtet. Das ist auch egal. Weil hier ist wieso 2 Stopp mit Medium, Medium und da muss man wieso gucken, welche Reifen man fährt. Ne, weil jetzt kommen erstmal die Soft-Reifen mit einem Quali-Trim. Also, das, was uns eigentlich die letzten Jahre immer wieder halt nach hinten geworfen hat, der Motor, der ist jetzt halt unsere stärkste Waffe. Das ist schon irgendwie lustig, das Ganze hier so auf einmal mitzuerleben. So, ich gebe dir auch weniger Frontflügel. Dann machen wir etwas härter und die Endgeschwindigkeit ist auch ein bisschen höher. Also, es ist nicht unser Ziel jetzt wie damals beim Thornton-Team.
jedes Rennen der Saison zu gewinnen. Obwohl ich da, glaube ich, wenn das wirklich so ist, wie ich das denke, müsste eigentlich jeder Fahrer immer gleich rauskommen. Was namenmäßig angeht. Das heißt, eigentlich müsste rein das, die wir damals in der Thornton-Karriere bekommen haben, auch kommen. Aber vor mir ist mir Stock halt nie aufgefallen. Oder Stock war halt immer einer, der halt, als ich ihn entdeckt habe, zu stark war. Das ist ein bisschen schwierig, jetzt das Ganze jetzt mitzubekommen. Irgendwie ist das, hat sich da jetzt nicht so viel verändert. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Okay, gucken wir das mal an. Eine Runde ganz fahren und Fahrer. Der komischerweise in Doha eine deutliche Stärkung Dings gemacht hat, hat hier jetzt irgendwie Probleme. Ja, wow, ich mach den gleichen Fehler wie gerade eben. Nimm das und mach den Wagen weicher. Und ich würde mal sagen, vielleicht ein bisschen mehr Endgeschwindigkeit anstatt Dings und packen mehr auch hier auf 15,5 runter. Renntrim mit den harten Reifen. 5% wäre ganz gut, wenn wir das hinkriegen würden. Ne, Stock darf direkt wieder reinkommen. Lass die türkise Gefahr vorbei. Na, müsst kurz gucken. Das sieht mir eher danach aus, ob du das diesmal nicht schaffst. Oder? Dadurch, dass wir die erste Box sind. Hui. Okay, dadurch, dass wir die erste Box sind, haben wir noch eigentlich den gleichen Weg. Ne? Die Boxen und Gassen sind eigentlich immer gleich lang. So, ich mache den Wagen nochmal ein Stückchen weicher. Nochmal ein bisschen weicher. Jetzt ja auch die harten Reifen. Klar, man muss dann aufpassen, wenn es wirklich kommt mit Q1, Q2, Q3, dass man mit den härteren Reifen, an dem Fall den Mediums, hier sich qualifiziert für Q3. Ne, damit man im Rennen dann mit den angefahrenen Reifen startet. So, Qualifying ist vorbei. Wir sind nur Zweiter. Schwänze kommen ja auf Platz 1. Interessant. Krüger hat den Dreh raus. Fährt sogar angeblich mit Medium die schnellste Zeit. Haben wir eigentlich nicht den stärkeren Motor. Außer sie haben ein Eingebot kurz vor Rennanfang. Das weiß ich leider nicht so genau. Aha, die Geschwindigkeit hier ist nicht so gut. Bedeutet, wir packen da wieder mehr Beschleunigung drauf. Sollte ganz in Ordnung sein. Auf ins Qualifying. Jetzt sind wir endlich mal die hinterste Box. Oder die erste Box. Kommt drauf an. Wie man es immer sieht. Die starten ja ganz vorne hier oben mal. Das ist ja immer richtig seltsam. Normalerweise ist immer ein anderes Team hier vorne. Leute, macht die Reifen richtig warm. Ich habe mir eher Angst sogar vor dem Schwänz. Was ist das denn hier? Was macht der Windsor da? Was macht der Ki da? Ich habe irgendwie vermutet, dass der Windsor gerade die Bestzeit fährt. Nee, doch nicht. Und das ist unser letzter Sektor. Gucci mit keiner guten ersten Runde, aber ja, wie gesagt, er kriegt ja noch den neuen Motor. Regaldo auf Platz 1. Eieiei. De Graf auf einmal. Ei, was geht denn hier ab? Unbekannte Namen ganz oben. Wir sind nur Dritter. Das geht, finde ich, gar nicht. Das müssen wir wieder ändern. Vor allem so knapp. Ah, guck mal, Platz 2 hat nochmal die Chance. Genau wie der Graf.
Aber wir haben freie Fahrt. Das ist noch ein gutes Ding. Hoffen wir mal, dass uns das irgendwie nach vorne bringt noch. Die Galdo hat es nicht geschafft, sich zu verbessern. Der Graf auch nicht. Wie gesagt, Stock muss sich nur minimal verbessern, um sich Platz 2 zu holen, damit wir da das Geld bekommen. Wenn der letzte Sektor wieder gut ist, hat er Chancen. Er schafft es nicht. Und Kuji zumindest mal auf Platz 4. Aber das, was ich mir gewünscht habe, ist nicht eingetreten, dass wir die uns Platz 2 schnappen. Wie auch immer De Galdo das geschafft hat. Aber gut. Aber das Feld ist auch extrem eng, ne? Der letzte ist gerade mal 8 Zehntel dahinter. Und das ist komplett Esprit, die letzte. Naito auf Platz 18. Hui.